Das ist natürlich erstmal bitter, wenn man zu Hause 3:0 verliert, überhaupt keine Frage. Aber der Markus hat es schon gesagt, die erste Halbzeit war sehr, sehr ausgeglichen. Gerade in der Anfangsphase haben wir jedoch viel Druck gemacht und haben den Gegner von unserem Tor weggehalten. Und dann kam dieser Elfmeter und das war der Knackpunkt im Spiel heute. Nachdem er sicher verwandelt worden ist, hat meine Mannschaft viel zu nervös agiert, viel zu hektisch agiert, wurde viel zu schnell in Ausgleich, hat ein bisschen den Kopf verloren. Und das darf man natürlich gegen eine so lauf- und laufstarke Mannschaft, wie der KSC sie letztendlich darstellt, darf man das natürlich nicht. Man darf keine Räume geben, das haben wir heute gemacht. Und dann fällt das 2:0 nach einem individuellen Fehler. Es tut mir natürlich vor allem für den Manni leid, das ist ein junger Spieler. Aber ich habe nach dem Spiel sofort mit ihm gesprochen und er wird das wegstecken.